Ja, guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ich muss mal wieder das Mikrofon, habe ich schon wieder vergessen, heranzuziehen. Ich mache mal heute wieder eine kleine Folge. Was heißt mal wieder? Die letzte Folge kam ja erst gestern. Heute kam natürlich wieder mal ein Patch. Ich glaube, über 200 MB meine ich waren das. Und ich wollte das mal testen, habe auch noch ein paar Einstellungen geändert. Und ich muss sagen, es läuft recht flüssig. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, wie ich meine Einstellung geändert habe. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann euch ja meine Einstellung mal kurz zeigen. Für die Leute, die auch so kleine Probleme haben. Aber es ist sowieso von Fall zu Fall unterschiedlich. Custom, da habe ich hier eigentlich hauptsächlich Medium und High stehen. Dann habe ich Sky Quality, habe ich fast runtergedreht. Können wir sogar noch ein Stück hier machen. Ground Clutter, ich weiß nicht, ob das die Bodenqualität ist oder sowas. Habe ich so bummelig mittig. Screen Space, Ambient Occlusion, das denn müssten diese Lichter sein, die man da immer sieht. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel geändert. Momentan läuft es gut. Wobei ich sagen muss, ich habe natürlich auch, wie auch schon bei der letzten Folge, habe ich die Qualität... Blödsinn, habe ich das Spiel im 4-Gigabyte-Modus mal gestartet. Und also es ist natürlich so, dass das Spiel eine sehr hohe Grafikkarte oder eine sehr gute... Oder zumindest eine gute Grafikkarte. Naja, eigentlich schon eine sehr gute Grafikkarte benötigt. Ich habe jetzt nicht gerade die schlechteste. Ich muss erstmal gucken, überhaupt erstmal gucken, wieder, was ich für eine habe. Es wurden auch in den Foren auch schon diverse Vorschläge gemacht, welche Grafikkarten gut laufen, welche weniger gut laufen. Und ich habe mich ja noch geschlossen, ich will mal ein bisschen jagen gehen. Machen wir das mal. Ich wollte mir, das war eigentlich eher der Plan, wollte ich mir so eine schöne... schon so einen schönen Sattel bauen und dann mir mal so ein Viech, so ein Tier mal zu eigen machen, tamen, wie das so schön sagt. Und jetzt leckt es natürlich jetzt gerade, wo es zum Wasser geht, leckt es natürlich wie Wutze. Ich versuche hier gerade mal den Dilophosaurier hier mal zu betäuben. Gelingt mir noch nicht wirklich. Doch jetzt. Ach, guck mal. So, was haben wir denn? Put food in inventory to... Nee. So, und das ist jetzt ein bisschen gemein. Man kann ihn also hier natürlich einmal betäuben. Ich glaube, ich habe jetzt 3 Schuss gebraucht. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also ich denke mal, wenn man besser zielen kann, dann funktioniert das eben halt dann auch mit dem ersten Schuss. Ich musste mich gerade ein bisschen konzentrieren, deswegen war ich da auch gerade ein bisschen ruhig. Ich wundere mich gerade, warum das jetzt gerade hier am Wasser wieder anfängt zu lecken, wie die Wutz. Wir können ja einfach mal gucken. Ich habe, glaube ich, in meinen Folgen nicht ein einziges Mal ein Dino gezeigt, außer immer dann, wenn ich krepiert bin. Was ist denn das da drüben vor einer? Achso, okay, den. So, das Wasser. Gut, sieht jetzt nicht ganz schlecht aus. Also ich bin momentan, wie ich ja schon sagte, eher so im Testmodus. Also so richtig Let's Play ist das momentan nicht. Ich teste mal eben so diverse Einstellungen. Was wir auch nochmal machen können, ich muss mal schauen, dass hier keine Viecher in der Nähe sind, die mir gefährlich werden können. Da hinten ist noch ein Dilofo da hinten. Die können ein bisschen gemein werden. Ich will nochmal ein, zwei Sachen ausprobieren. Und zwar Sky will ich nochmal komplett runterdrehen. Und Anti-Aliasing. Aliasing. Gehe ich mal auf Medium runter. View Distance, Post-Processing, ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Medium, da gehe ich mal auf Terrain. General Shadows, gehe ich mal auf Low. Ihr könnt mir ja...
Okay, das sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt mir ja auch mal eure Einschlummer verraten. Also, was ihr so getestet habt, was womit ihr gut klargekommen seid. Da es ja nun wirklich etliche Probleme gibt. Achso, ich muss ja wieder mal die Zwille zur Seite legen. Da es ja nun etliche Probleme gibt mit der Performance, gibt es ja sicherlich genug Leute, die sich schon damit ordentlich beschäftigt haben. Falls ihr da eine Seite oder Tipps habt oder so, wie man und was man am besten einstellen sollte, ich werde auch nochmal auf YouTube gucken, da gibt es sicherlich auch noch einige, die da ordentlich gepostet haben, was das angeht, was die Performance angeht, aber ich werde mal schauen. Was, oh, hier ein Dodo, einen Dodo nehmen wir auch mal mit. Den werde ich auch mal betäuben, denke ich mal. So, und dann können wir gleich ein bisschen ziehen. Okay, oder auch nicht. Ernsthaft. Warte. Okay, der haut auch gleich ab. Ich dachte, ich könnte ihn schön groß schlagen. Oh, 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 oh. Wen haben wir denn da? Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt müssen wir... Oh, das sind ja gleich drei Dilophos. Das ist auch ein bisschen gemein, habe ich den Dodo in deren Richtung gedrängelt quasi. Was ist denn hier los? Den nehmen wir doch mal mit. Wenn er hier schon so liegt. Wer hat den denn erlegt? Oh, Scheiße! Naja, gut, einer mit wenigstens. Drei Dilophos, das ist aber auch gemein. Ich habe den Dodo genau in deren Richtung... Was ist denn hier los? Ah, mit drei lege ich mich dann auch nicht an. Also das... Wenn wir ein bisschen stärker sind und ein bisschen bessere Rüstung haben, dann können wir das gerne mal machen. So, jetzt schauen wir mal. Ach so, das ist normal Stein. Ich würde mich ganz gerne mal so ein bisschen rumgehen, ein bisschen gucken. Wir können ja mal darüber gehen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich möchte den Dilophosaurier nicht unbedingt über den Weg laufen. Also zumindest drei nicht. Mit zwei nehme ich es noch auf. Mit einem natürlich auch. Aber, 3 ist ja noch ein bisschen hart. So, obwohl es momentan, glaube ich, nicht so schwer wäre. Nicht so schwer, sag ich, nicht so schlimm wäre, weil ich habe jetzt ein eigenes Zuhause. Ich habe da, was ist denn hier? Achso. Ich habe da, ordentlich, was wollte ich überhaupt sagen? Achso, ich habe da meinen Schlafsack und, natürlich auch, mein Zuhause und meine Kisten. Insofern ist es nicht so schlimm. Gut, ich habe dann zwar kein Essen mehr. Wir können ja mal gucken. Ja, gut. Heide. Viermal Fleisch. Gut, das wäre auch nicht gerade schön, das zu verlieren. Aber ist im Prinzip alles nicht so wichtig. Also das, da kann ich gut mit leben. So, gehen wir mal darüber. Ich, was ist denn das denn für eine? Ist das ein Dicker oder ist das ein... Ich habe mir sagen lassen, oder ich habe gehört, besser gesagt, dass es wohl angeblich auch Höhlensysteme geben soll. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Gibt es tatsächlich Höhlensysteme? Und ist das da drüben tatsächlich irgendein... Mal ein bisschen aufpassen. Oh, guck mal, hier gibt es Fische. Und da schwimmt noch irgendwas Dickes dahin. Oh, mal schnell Gas geben hier. Die Fische sollen auch sehr gut sein, also sprich, sehr nahrhaft. Das werden wir ausprobieren. Was ist denn das für eine? Das ist ein Dodo, der interessiert mich momentan nicht. Was ist denn das für eine da hinten? Achso, das ist so ein... Okay, alles klar. Ich bin hier gerade so ein bisschen unvorsichtig, aber wir wollen noch ein bisschen was entdecken. So. Da kommen wir natürlich nicht hoch. Ich schlag da mal ein Stück Stein weg. Vielleicht. Oder auch nicht. Gut, das geht anscheinend nicht. Hier können wir keinen Stein abbauen. Das finde ich mir schon schade. Da ist auch noch einer. Da ist noch ein Dodo. Bei den Dodos soll es auch wieder Unterschiede geben. Je nach Farbe. Also was für Unterschiede, das weiß ich natürlich nicht. Aber es soll da angeblich Unterschiede geben. Spoiled Narco Berry, das interessiert mich momentan auch ein Keks.
Aber ich würde erstmal gerne gucken. Also momentan läuft es relativ rund. Also manchmal kommt das ja auch im Let's Play bzw. im Video ein bisschen anders rüber. Aber hier so jetzt rein am Rechner läuft es verhältnismäßig flüssig. Es ruckelt zwar ein klein wenig, aber ich finde momentan geht's. Hab ich einen Schlafsack dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich habe auch nicht genug Material dabei. Können gleich mal gucken, wie spät wir das haben. Ich habe auch meine Trinkflaschen. Warte mal, ich muss mal gucken, kann ich noch was craften? Nee, natürlich nicht. Aber zu trinken hätten wir ja. Da wundert euch übrigens nicht, dass ich hier diese Symbolik drin habe. Das ist von einem anderen Programm, was eigentlich nicht laufen sollte, aber trotzdem läuft. Fragt mich nicht, wieso. Wir haben es 11 Uhr. Das wollte ich nur wissen, damit wir rechtzeitig zurücklaufen. Wobei ich gar nicht weiß, wann das konkret dunkel wird, aber also wenn hier irgendwo eine Höhle hätte sein sollen, dann wäre sie doch jetzt hier, oder nicht? Ja, ein bisschen lecken tut das. Also das ist gerade eben das vorne. Okay. Das war natürlich ein klassischer Lecker. So ist es nicht. Muss man schon vorsichtig sein. Ich weiß jetzt nicht, ob hier vielleicht irgendwo so ein komisches Viech... Ich meine, es wäre natürlich auch nicht blöde, da oben jetzt irgendwo zu bauen. Also so eine Art... Hier könnte man sich vielleicht auch schön mal... aber hier kommt man auch nicht hoch, ne? Ne, kann man knicken. Da müsste ich dann tatsächlich mal sehen, dass ich mir da so eine... Ja, vielleicht so eine Foundation oder sowas baue. Ja, es ist... ab und zu ist das ein bisschen schwierig hier. Hier ist auch nicht wirklich viel los. Also hier sind weder Großdinosaurier. Male boosted. Mate boosted. Was bist du für eine? Male boosted female Dildo, hätte ich fast gesagt. Naja, gut. In der Not frisst der Teufel Fliegen, wie man so schön sagt. Nee, ach, was ist schon da irgendwas im Wasser? Was ist schon da denn noch rum? Gucken wir mal, unter Wasser drin. Ach so, da ist noch so ein Schildkrötenviech. Nee, hier ist jetzt nicht wirklich was. Gut, wir haben jetzt da hinten diesen Obelisken, diesen fetten. Ich weiß nicht, was es da gibt. Also, müsste man natürlich mal schauen. Man hier irgendwo auch nicht wirklich. Also Höhlensysteme sehe ich jetzt hier momentan nicht. Vielleicht wurden Höhlensysteme auch noch nicht richtig implementiert. Warte mal, was war das? Was war das? Oh, da ist ein Dilofo. Den lassen wir mal in Ruhe. War zwar nur ein einfacher, aber man weiß ja nicht. Achso, wir brauchen noch Holz. Da kann ich euch gleich mal Holz mitnehmen. Ja, wie gesagt, ich bin leider vom Level noch nicht so hoch, obwohl wir es nicht mehr weit haben bis zum nächsten Aufstieg. Ein Sattel wollte ich ganz gerne freischalten, dafür brauche ich 9 Punkte. Boah, scheiße, jetzt geht natürlich das Fleisch natürlich auch kapheister. Damit kann man auch irgendwas machen. Craftable. Noch eine Zwille kann ich mir machen. Ja. Ich weiß nicht. Also man kann da sicherlich ein paar Sachen herstellen. Ich werde mir jetzt mal ein paar Duos jagen, glaube ich. Achso, nichts. Na? Kappa! So, komm, du willst auch noch einen. Nee, was ich sagen wollte. Ich brauche ja auf jeden Fall... Ups, das wollte ich nicht. Nee, das wollte ich nicht. Sondern, ja, natürlich Material für den, dieses schweinsähnliche... Wo ist denn das Viech? Ach da. Für das schweinsähnliche Schwein. Also für dieses. Für diesen schweinsähnlichen Dinosaurier. Da kann man sich, glaube ich, den ersten Sattel für bauen. Und muss die dann auch dementsprechend anlocken. Die brauchen wir dann. Da brauchen wir diese. Wie heißen die? Diese Majo-Bären oder Mayo-Bären oder was weiß ich, wie die heißen. Ja, die sehen halt wie Blaubeeren aus, ganz normal. Und, ja. Oh, das leckt momentan nur hart.
Und damit kann man die nachher anlocken oder gefügig machen und ach. Ich weiß es momentan nicht, sonst habe ich mich gerade nicht verirrt, aber wir müssen natürlich mal gucken. Und ich habe schon wieder gekackt. Ich habe das mal eingeschaltet, damit man sieht, wo ich auf der Karte bin. Dann haben wir vielleicht auch noch mal ein bisschen. Ich glaube, in der Richtung waren wir. So, ich komme noch ein Dodo. Oh, hey. So. Ja, also nicht sonderlich nett, aber ich brauche das Fleisch momentan. Auch wenn wir ja ein bisschen haushalten müssen. Also mehr werde ich auch nicht jagen, weil an Fleisch können wir eh nicht so viel essen und braten. Insofern passt das schon. Was haben wir hier denn? Achso, ich dachte, da liegen Eier. Ich hatte auch mal Dodo-Eier gefunden. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwas anstellen kann. Ich meine, man wird da sicherlich irgendwas auch kochen können oder irgendwas oder als Zutat. Weil was ihr nicht gesehen hattet, glaube ich zumindest, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das in der letzten Folge hatte, ich habe mir so einen Kochtopf gebaut, beziehungsweise so eine Kochstelle eher. Also man baut sich ja gleich eine konkrete Kochstelle. Jetzt muss ich gleich mal gucken, dass wir hier nicht die Lofus in die Arme laufen. Also ich würde mal sagen, es liegt hier jetzt speziell am Wasser, an der Textur des Wassers, dass es, was wir hier Längen haben. Und guck mal, Level up, siehst du? Und da will ich mir jetzt eben einen Sattel basteln und mit dem Sattel kann ich mir dann nachher so ein Schwein da gefügig machen. Und nebenbei habe ich übrigens noch den Taskmanager laufen, weil ich mal interessiert war daran, welche Ressourcen halt das Spiel frisst. Momentan, muss ich sagen, läuft es recht moderat. Ich liege gerade bei 50% CPU-Leistung, so bummelig. Bin ich denn jetzt hier richtig? Ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter hoch, ne? Ich glaube, ein Stück weiter hoch noch, ja. Und bei 6 GB Arbeitsspeicher von 8 GB, wobei ich natürlich dann noch nebenbei das Aufnahmeprogramm laufen habe, das muss man auch nochmal rausrechnen. Was war das denn gerade? You're starving. Ach du Scheiße. Warum starven wir denn? Das ist aber gar nicht gut. Dann essen wir mal ein bisschen was. Warte mal, welche Berry... Ach nee, das sind ja die anderen Berries. Ich dachte schon nicht, dass ich hier diese Unlock-Beeren für mein Schwein da finde. Esse. Haben wir die überhaupt im Inventar? Nee, das sind Narco-Berries. Ja, ist ja gut, Alter. Ich kann mal ein Stück zur Seite gehen. So. Da ist... Gut, ich denke mal, wenn die Viecher durchs Wasser... laufen, dann schwimme ich hier auch mal lang. Dann die werden hoffentlich wissen, was gut ist. Ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall möchte ich mir so einen Sattel basteln und dann kann ich dann diesen Saurier, den ich im Blick habe, den kann ich dann auch zähmen. Achso. Die kann ich dann zähmen und dann ist alles gut. Und dann brauche ich natürlich dementsprechend für die Tierart brauche ich natürlich dann auch einen Sattel. Jede Tierart hat natürlich einen eigenen Sattel. Also wenn ihr einen Tyrannosaurus Rex zähmen wollt, dann war das jetzt hier? Ich hoffe, es war jetzt hier. Dann braucht ihr natürlich einen anderen Sattel als für so einen kleinen Dilofo oder was weiß ich. Und ich, oh, da hinten läuft ein Dings hier. Wie heißt das hier? Skorpion. Auch krass. Oh, guck mal, da ist so ein Schwein. Guck mal da. Da ist so ein Schwein, da. Uah. Moin Schwein, tschüss Schwein. Ich lasse dich mal kurz in Ruhe. Ich muss mal hier ein bisschen flüchten gerade. In der Hoffnung, dass ich auch mein Zuhause wieder finde, denn ich bin mir hier momentan gar nicht mal so sicher. Ich glaube, ich bin da oben auf dem Berg. Ach du Scheiße. Nein. Ach, verdammt. Siehste, da wollte ich mal einmal kurz was zeigen. Guck mal hier, was haben wir hier denn schönes? Zuhause. Ach, guck mal, das können wir hier markieren. Das ist dann insofern ganz gut, dass wir das schon mal gesehen haben. Wir können das also hier markieren. Respawn at Zuhause. Sleeping Bag. Create new survivor. Dann spawnen wir mal direkt da. Das ist nämlich das, was ich meinte. Insofern ist das eine geile Sache. Wir können jetzt hier direkt spawnen. Dann verlieren wir nichts und
werden wir dann so darauf achten, dass ich das meiste denn hier lagere. Dann haben wir auch gar kein Problem, was das Essen angeht. Das ist nämlich das nächste Ding. Ich habe nämlich mein Fleisch nämlich jetzt schön liegen lassen. Hier haben wir nämlich schön noch Leder. Und ja, was machen wir denn mal? Wir haben 130 davon. Wir können Food nehmen. Fortitude, wofür das auch immer sein wird. Melee Damage. Damage können wir eigentlich nochmal anheben. Und wir haben insgesamt 13 Punkte. Das waren zwei Raptoren waren das. Echt, die Schweine, ey. Gibt's doch nicht. Ein Sattel wollte ich haben. Das müsste eigentlich dieser Parasaur Sattel sein. Das ist der erste Sattel, den man bauen kann. Und nee, da haben wir noch einen. Fiomia Sattel. Fiomia, das kann auch sein, dass es der ist. Parasaur. Ich weiß jetzt nicht. Parasaur. Welche Tiere sind das denn noch? Parasaur. Müsste ich mal nachschlagen. Also ich habe auf jeden Fall zwei Sättel, die ich bauen kann. Einmal den Parasaur und den Fiomia Sattel. Ich werde jetzt einfach mal den Parasaur. Parasaur. Komme ich jetzt nicht drauf. Unglaublich. Ich mache jetzt einfach mal den besseren Sattel, weil ich gehe mal davon aus, dass ich damit dann auch ein besseres Tier dann reiten kann nachher später, wenn ich ihn jetzt eingefangen habe. Learn. Wir haben noch 4 Punkte. Was können wir hier noch Schönes machen? Wir können uns, können wir hier natürlich nicht mehr. Der braucht natürlich 6 Punkte, diesen, den Stößel oder wie heißt das noch? Mörser? Stößel. Mörser können wir uns denn hier auch nochmal machen. Ja, wir brauchen nämlich auch Rezepte nachher für die Kochstelle. Was können wir noch freischalten? Da braucht auch nochmal 6 Punkte. Noch ein Bett braucht 8 Punkte. 6 Punkte, 9 Punkte, 9 Punkte, 9 Punkte. Der braucht 3 Punkte. Gunpowder. Ich glaube, ich lerne mal Gunpowder. Einfach mal ganz kackfrech. Requires Engram Spark Powder. Spark Powder? Ach, das ist das hier. Can only be crafted at Mortar and Pestle. Das ist das hier. Habe ich aber nicht genug Punkte für. Nenne ich erstmal das Engram. So. Gut, soweit haben wir das. Craftables. Da ist auch nochmal, wir können uns auch mal hier so einen Ordner anlegen. New Folder. Ich würde mal sagen, wir machen eins. Unseren Bauordner. Und nochmal ein, ich weiß nicht, vielleicht Klamotten, Waffen. Machen wir mal Waffen. Da haben wir das so ein bisschen sortiert. Das ist eigentlich eine geile Idee. Jetzt muss ich mal eben schauen. Bau, ich packe mal das Engramm mal in den Bauordner. Oder auch nicht. Geht das da nicht hin? Nicht jetzt. Ach, guck mal. Also kopiert er das quasi nur einmal rüber. Das ist ja auch nicht schlecht. So, da können wir wieder nach oben. Das ist ja nicht schlecht. Also hier sind letztendlich so oder so dann alle Rezepte drin. Und dann können wir dann die Rezepte hier umsortieren, dass ich dann sage, so, ich gehe in den Bauordner und dann habe ich dann hier meine Lieblings... meine Lieblingsrezepte. Das ist eigentlich auch eine geile Sache. Das sind eben so Kleinigkeiten, die ich gemeint habe, die richtig cool sind. Und ich weiß jetzt gar nicht, können wir so einen Sattel jetzt craften oder was brauchen wir dafür? Erstmal finden wir... Wo haben wir denn das? Sattel. Davon haben wir natürlich gar nichts. Also wir brauchen 80 mal Hide, 50 Fibers und 15 mal Wood. Also Hides, das wird schon... Gut, 43 haben wir hier schon. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und was haben wir hier oben drin? Haben wir da auch noch Hides drin vielleicht? 43 Hides habe ich. Ein Sleeping Bag habe ich auch noch. Den würde ich auch noch mal einsetzen. Ich hänge hier gerade fest. So. Und wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge. Mein Gott, sagt ja auch wieder keiner was. Diese Mejo Berries sind das. Mejo Berry Seeds. Die braucht man nachher für dieses schweinähnliche Wesen da. So, was haben wir hier drin? Da haben wir auch... Ach, guck mal, da haben wir nur unsere Water Skins. Die wollte ich auch nochmal mitnehmen zum Auffüllen. Und dann passt das auch. Ja, also wie gesagt, wir sind ja schon wieder am Ende einer Folge. Und ich bin nackt. Fällt mir mal gerade mal so auf. Ich muss mir wieder mal Klamotten craften. Und das Spiel leckt gerade wunderbar.
Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe euch ein bisschen was gezeigt. Ich werde mal zusehen, dass ich in der Spielpause vielleicht schon ein bisschen Material zusammengesammelt kriege, um so einen Sattel zu craften. Und dann schaue ich auch nochmal nach, was für ein Tier ich da letztendlich mit fangen kann und was ich da für brauche zum Fangen. Und vielleicht kann ich dann schon euch in der nächsten Folge zeigen, wie man denn ein Dinosaurier tamen kann, also dann züchtigen kann. Und dann reiten wir hier ein bisschen durch die Gegend, nehmen natürlich einen schönen Schlafsack mit, da unten ist wieder diese scheiß Raptoren-Dreckschweine da. Da unten ist er, siehst du? Da. Zwei sogar. Da unten ist einer, zwei sind da. Dreckschweine. Naja, auf jeden Fall, da können wir dann ein bisschen durch die Gegend reiten, vielleicht ein paar Meter machen und dann legen wir uns halt irgendwo wieder auf den Berg. Vielleicht da hinten bei dem Obelisken, da können wir ja mal hinreiten. Und da kann ich dann dort einen Schlafsack legen und dann auch dort direkt spawnen, sofern das geht. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Tipps, Tricks, Anregungen gerne in die Kommentare. Auch gerne und denkt dran, Performance-Einstellungen. Wenn ihr da Tipps und Tricks habt oder einfach Empfehlungen, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten lasst mir gerne einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Ark Survival Evolved. Mit einer kleinen Anmerkung, vielleicht mache ich kommendes Wochenende vielleicht ein Livestream. Wann weiß ich noch nicht. Samstag oder Sonntag. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.